Kühe. Spur von Mongolen. Wo ist sie? Ihr wagt es! Junger Meister, ich dachte, ihr wärt tot. Ich kam so schnell ich konnte. Schön, dich zu sehen, Yuriko. Ihr seht müde aus. Habt ihr Hunger? Nicht jetzt. Vielen Dank. Die Armee des Khans muss vorbeigekommen sein. Hat es Ärger gegeben? Ein paar Banditen. Mit denen werde ich fertig. Ich komme wegen Vaters... meiner Rüstung. In Kumbumoda wolltet ihr sie nicht tragen. Vieles ist seitdem anders. Sie ist sicher versteckt. Diese alten Knochen. Taichi kann mir helfen, sie zu holen. Er ist auf dem Friedhof. Was macht er dort? Alles in Ordnung halten. Pflanzen für meine Gifte sammeln. Ungeziefer von unseren Vorräten fernhalten. Gut, dass du nicht allein bist. Was ist mit Fürst Shimura? Er lebt. Die Mongolen haben ihn in Komoda gefangen. Doch wir befreiten ihn. Oh, es haben mehr überlebt. Und sie helfen euch. Ein paar. Fürstin Masako. Gut. Sie kämpft an der Seite der Jungs, seit sie ein Dreikäse hoch war. Davon musst du mir eines Tages mehr erzählen. Aber es seid nur ihr beide? Noch ein paar. Sensei Ishikawa. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Tut er noch immer so, als wüsste nur er, wie man alles richtig macht? Er hat nicht immer recht. Aber er schießt wie kein Zweiter. Da wird er euch zustimmen. Fürst Sakai, ihr seid zurück! Ich würde gern bleiben. Aber ich höre, ihr sorgt gut für Yuriko.
Das habt ihr falsch verstanden, mein Herr. Taichi, helft mir mit der Sakai-Rüstung. Geht. Ich habe hier noch zu tun. Das Unkraut ist nicht gejagt. Tut mir leid. Trauer für Vater. Wir haben hier meditiert. Jetzt bin ich allein. Hilfe! Junger Meister? Geht es dir gut? Ja, nur etwas schwindelig. Ihr saht gerade aus wie... Zeigt euch, Feigling! Geh ins Haus. Hey!
Oh. Yuriko! Fürst Sakai. Geht es dir gut? Ihr habt sie abgeschlachtet! Macht Yarikawa uns wieder Ärger? Die Yarikawa-Rebellion ist 20 Jahre her. Diese Männer gehörten zu den Mongolen. Natürlich. Euch so zu sehen. Ich bin noch erschüttert. Ich muss mich ausruhen. Am See. Bei deinem Lieblingsbaum. Ja. Kommt. Du sagtest vorhin, du hättest Gifte gebraut. Das schützt den Reis gegen Ungeziefer. Kannst du stärkere machen? Etwas, das Menschen tötet? So etwas verdient niemand. Kannst du es? Bei höherer Dosis ist die Wirkung scheußlich. Gut. Oh, mein Herr. Setzt euch kurz zu mir. Aber Gift war niemals der Weg der Sakai. Kein Sakai kämpfte gegen das Mongolenreich. Ich brauche jede Waffe, die wir haben. Tsushima kann sich Zweifel nicht leisten. Die Mongolen haben euch verändert. Die Welt hat sich verändert. Meine Mutter lehrte mich die Pflanzen, die heilen. Jene, die schaden, sogar töten. Aber man muss sie verzehren. Wie wollt ihr die Mongolen vergiften? Mit Blasrohr und Pfeilen. So machte es einer der Genji-Krieger. Er lernte bei Mönchen aus dem Westen. Wirst du mir helfen? Versprecht mir, immer ein guter Mann zu bleiben. Versprochen. Ich sorge nun schon für euch, seit eure Mutter euch im Leib trug. Das tue ich weiterhin. Dann brauche ich noch etwas für ein Blasrohr. Früher gab es viel Schilf unten am Fluss, bei der alten Fort. Wisst ihr noch? Ihr und euer kleiner Freund haben daraus kleine Boote gebastelt. Ryose und ich haben früher tagelang die Schlacht von Dano-Ura nachgespielt. Seid vorsichtig, Jin. Die Eindringlinge haben hier einen Außenposten. Keine Sorge, ich bin bald mit Schilf zurück. Ich warte hier auf euch. Yuriko hatte recht. Ein Mongolenposten. Ready?
Okay, build! Beach bus!
Perfekt für ein Blasrohr. Ich bringe die zu Yuriko. Here.
stehen, allein auf der Welt.